Bevor wir aber jetzt starten mit dem offiziellen Wettbewerb, haben wir eine Überraschung für euch. Denn wir möchten euch jetzt schon überraschen und uns bedanken, dass ihr zahlreich erschienen seid. Die Überraschung nennt sich Featured Scientist. Bei manchen gehen jetzt die Glocken an, bei anderen so, was kann das bedeuten? Das bedeutet einfach so viel, dass wir uns erlaubt haben, einen hochkarätigen Special Guest anzusprechen, der dann auch sogar auf diese Einladung reagiert hat per Mail. Und dann hatten wir dieses Luxusproblem und mussten uns damit arrangieren, dass wir hier heute einen wunderbaren Gast haben. Den haben wir deswegen rausgesucht, weil es einfach thematisch wunderbar passt. Dieser Gast hat in der Vergangenheit einen ganz wichtigen Preis gewonnen, der hier, wie ich finde, wunderbar hinpasst, und zwar den Kommunikatorpreis. Und jetzt möchte ich, und ich darf den Namen nur einmal in kompletter Länge nennen, was ich auch okay finde, jetzt möchte ich mit euch zusammen folgenden Special Guest, unser Featured Scientist, begrüßen. Begrüßt mit mir Herrn Professor Günther Ziegler. Und wir hatten ein ganz kurzes, aber sehr sicheres Interview abgesprochen. Die Frage heißt wie folgt: Was muss ich tun, um den Kommunikatorpreis zu bekommen? Ach, ich glaube hauptsächlich sich auf jede Bühne trauen, die einem angedroht wird. Und auch das tue ich ja heute Abend wieder. Okay, das heißt, ich könnte 2014, 2015, könnte ich eventuell eine Chance haben. Wird jedes Jahr vergeben. Wow, okay, dann würde ich eventuell die Bewerbung heute Abend noch rausfaxen. Super, ich danke für den Tipp. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Günther und entsprechenden Applaus, denn Günther hält sich an die 10 Minuten, die ich jetzt stoppe. Wir zählen runter gemeinsam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piep, los geht's. Ja, herzlich willkommen. Es ist natürlich ein großes Vergnügen, heute hier slammen zu dürfen. Ich präsentiere Mathematik, aktuelle Forschung unter der Überschrift Mathematik mit Smarties. Die Smarties kommen später, die Mathematik fange ich gleich an. Es ist aktuelle Forschung zu präsentieren, aber in der Mathematik fangen die Geschichten immer relativ alt an und sind lange her und es entwickelt sich so über die Zeit. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe, ist eine ziemlich europäische Geschichte. Beginnt in dem Land, in dem die Smarties erfunden wurden. Welches Land ist das? Nee, ihr müsst schon mitmachen. Hier alleine rum. Also, nee, ja, England war richtig. Gibt dann nachher ein Smartie kostenlos. 1882 habe ich nachgelesen auf Wikipedia und was auf Wikipedia steht, stimmt. Allerdings erst auf der deutschen Wikipedia steht was anderes, da steht 1937. Ich glaube, das ist das Jahr, wo die den Namen dazu erfunden haben, zu den Smarties. Die wirkliche Geschichte fängt an mit einem britischen Mathematiker, Brian Birch, ein bemerkenswerter Mann, ziemlich berühmter Zahlentheoretiker, letzte Woche 79 geworden, also inzwischen ein alter Herr. Wir könnten ihm nachträglich gratulieren, aber es kennt ihn ja hier leider noch keiner. Brian Birch war ein junger Mann, als er folgende Geschichte angefangen hat. Also er war genau genommen 22, Student in Cambridge, hat bei Eggleston Vorlesungen gehört über Konvexität und hat sich dann ein Problem überlegt und folgenden Satz bewiesen, den ich natürlich klassisch mathematisch mit Kreide auf der Tafel präsentieren muss. Deswegen steht hier auch die Tafel, die anderen dürfen die nicht verwenden. Und der Satz sagt folgendes: Man nimmt drei N-Punkte in der Ebene. Also drei N. Wir nehmen nur 3 in minus 2 Punkte, weil das reicht auch schon. Das heißt, und die Beispiele hier in der Tafel werde ich heute machen mit N gleich 4. Das heißt, wir haben 10 Punkte einfach in der Ebene. Und die male ich jetzt einfach hin. Und mit diesen 10 Punkten, da sagt Herr Birch jetzt, wenn man irgendwelche 10 Punkte in der Ebene hat, dann kann man was Bestimmtes machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigentlich müsste man mit runterzählen. 9, 10. Das war jetzt zu schnell, aber ich muss ja auf die Tube drücken. Und die Behauptung war, dass man immer, wenn man so 10 Punkte in der Ebene hat, entweder folgende Sache machen kann, nämlich, dass man aus diesen Punkten n minus 1 Dreiecke macht, also in diesem Falle wären das 3 Dreiecke, und alle diese Dreiecke enthalten einen letzten Punkt, den 10. nämlich. Ich weiß nicht, ob ich das hier hinkriege. Hier wäre ein Dreieck, hier ist ein zweites,
Hier ist ein drittes. Ich habe ein kleines bisschen geübt, aber für den Fall war es also genug. Also ich habe drei Dreiecke. Okay. Funktioniert nicht immer. Zum Beispiel, wenn die Punkte alle irgendwie auf einem Kreis liegen, dann liegt offenbar nicht einer in den Dreiecken, die von den anderen aufgespannt wird. Aber dann hätte ich so machen können, dass ich zwei Dreiecke finde und dann bleiben noch vier Punkte übrig und die geben zwei Strecken und die kreuzen sich und der Kreuzungspunkt liegt dann in den anderen Dreiecken. Im Endergebnis sieht es dann etwa so aus. Dass ich eine Strecke habe, zwei Strecke und dann gibt es zwei Dreiecke. Also man sieht hier schon, der Kreuzungspunkt liegt sozusagen in den anderen Dreiecken drin. Man sieht auch, wenn man erst sozusagen das Ergebnis hinzeichnet und dann die Punkte, dann ist es sehr einfach. Wenn man die Punkte erst hat und dann die Dreiecke suchen will, ist nicht klar, wie man es machen will. Und nicht klar heißt in diesem Falle einfach ungelöstes Forschungsproblem. Dass das hier immer stimmt, hat Herr Birch bewiesen. Der Beweis ist nicht furchtbar kompliziert, aber eigentlich nicht für diesen Abend geeignet. Einfach aus dem Grund, dass das mit Beweisen in der Mathematik eigentlich ähnlich ist wie mit dem Sex, nämlich dass die stattzufinden haben zwischen Erwachsenen bei gegenseitiger Zustimmung und außerhalb der Öffentlichkeit. Und deswegen hier keine Beweise heute Abend. Stattdessen versuche ich einfach die Geschichte weiter zu erzählen. Und wir sind jetzt eben bei also diesem Satz von Birch, den man in der Mathematik aber als den Satz von Tverberg kennt. Das hat zwei Gründe. Ein Grund ist das Bachmannsche Prinzip. Das sagt, Sätze in der Mathematik werden eigentlich nie nach den Leuten benannt, die sie als Erster gefunden haben. Dieses Prinzip hat auch Herr Bachmann nicht als Erster gefunden, muss man gleich dazu sagen. In diesem Falle kennt man das als Satz von Tverberg, weil Herr Tverberg, ein junger, damals junger Norweger, die höherdimensionale Version bewiesen hat, die Herr Birch nicht konnte, frierend in einem Hotelzimmer in Manchester, aber das ist eine andere Geschichte. Wir machen heute nur Punkte in der Ebene. Also eine Frage, wie gesagt, die immer noch offen ist, ist, wie man so eine Lösung eigentlich findet. Bewiesen, dass es sie immer gibt, hat Herr Birch. Dann, jetzt kommen wir von England nach Holland, das geht so europäisch rum. In Holland hat ein Herr Sierksma dann die Frage gestellt, stimmt es eigentlich immer, dass es da viele Lösungen gibt? Also diese Aufteilung in Dreiecke und so, dass der letzte Punkt drin liegt, die ist ja nicht eindeutig. Sondern stimmt es, dass es immer viele Lösungen gibt? Also Herr Sierksma hat eine Formel angegeben, die interessiert uns nicht, also wir wollen viele zeigen. Auch ein ungelöstes Problem und eines, das sich rentiert, das heißt die holländische Käsevermutung, weil Herr Sierksma ein Wagenrad Gouda versprochen hat für jemanden, der beweisen kann, dass es immer wirklich viele Lösungen gibt. Also in diesem Falle gibt es nicht nur eine, sondern 36, sagt Herr Sierksma. Wäre zu beweisen, kann ich nicht. Das ist sozusagen der Teil von der Geschichte. Also damit ist dann auch Holland abgearbeitet. Und nach Holland kommen jetzt die Ungarn. Die Ungarn ist eine ziemlich einflussreiche Arbeit von Barany, Lovas und Füredi, drei Ungarn, die anno 1989, und damit kommen wir so langsam in die Gegenwart, wir feiern also jetzt sozusagen die 20 Jahre von eben auch dieser Version, die haben dann gesagt, wir brauchen eine gefärbte Version von dem Tverberg-Satz. Das ist so eine Formulierung, die stand in einem Aufsatz drin und dann sind die Leute hellhörig geworden. Das ist jetzt sozusagen die Smarties-Version von dem Ganzen. Und die Smarties-Version sagt im Prinzip Folgendes, und für die, die jetzt mitarbeiten wollen, wir haben hier ein paar Experimentiersets mitgebracht. Das ist auf der einen Seite ein weißer Block und dann ein Stift, wobei in dem Stift Smarties drin sind. Also die, die jetzt Glück haben, greifen sich so einen Stift und einen Block und können selber ausprobieren. Für die anderen mache ich es hier an der Tafel nicht ganz so nahrhaft. Also die Aussage, die erste gefärbte Version, die dann kam, die war von Barany und Lahmann und sagte, wir nehmen n grüne, n rote und n weiße Punkte. Rote, weiße, grüne. Warum rote, weiße, grüne? Weil ein Ungar dabei war, genau. Das Schicke dran ist, Barany und Lahmann. Lahmann ist ein Brite, Barany ist ein Ungar. Und der Brite hat offenbar gar nicht gemerkt, dass der ihm die ungarischen Farben reingemurgelt hat in seinen Aufsatz. Diese erste Version von dem Satz war aber nicht so richtig das, was man eigentlich braucht. Das kann man schon daran merken, dass wenn wir 3n-2 Punkte haben, dann wird es nie klappen, drei rote, n weiße, n grüne zu nehmen, einfach weil die Zahl nicht durch 3 teilbar ist. Und die richtige Version von dem Satz, die haben wir letzten Herbst gefunden, das ist in dem Sinne frische Arbeit. Gemeinsame Arbeit mit Benjamin Matschke, der heute Abend, glaube ich, nicht kommen könnte. Ich würde ihn sehen hier im Publikum, weil der länger ist als alle, die da sind, 2,08 Meter. Und
Pavle Blagojevic, der auch nicht gekommen ist, weil er kein Deutsch kann. Er ist in Berlin, aber es ist ein Serbe aus Belgrad. Und wir haben folgenden Satz jetzt aufgestellt. Der sagt, das Ganze funktioniert immer noch, wenn die Punkte gefärbt sind, mit folgenden Bedingungen. Und das sind jetzt sozusagen die Smarties in der Ebene. Die Punkte haben alle unterschiedliche Farben. Ich nehme jetzt wieder 10 Punkte in der Ebene. Jetzt. Frische Tafel, also kleiner Bühnenumbau. Und ich nehme jetzt also 3n minus 2 für n gleich 4, also 10 Punkte. Und die Bedingung ist, ich darf höchstens 3 Punkte mit gleicher Farbe haben. Also es könnten 3 grüne Punkte sein. In eine Verbindung. Jawohl. Oh, ups, die Zeit rennt. Ich könnte 3 rote haben und vielleicht 2 gelbe. Und was die Farben hergeben, noch 2 blaue, das sind die 10 Punkte. Und die Behauptung ist, ich kann es jetzt wieder so aufteilen, dass es entweder 3 Dreiecke gibt und einen Punkt, der in den Dreiecken liegt, oder 2 Dreiecke und die Sachen schneiden sich. Ich versuche es mal. Die Zusatzbedingung, die Dreiecke, die ich nehme, müssen Regenbogendreiecke sein. Also immer nur unterschiedliche Farben. Also, das ist erlaubt. Das wäre erlaubt. Das wäre nicht erlaubt. Also da habe ich falsche Farbe. Muss ich dann korrigieren, geht in der Schnelligkeit nicht. Und der letzte Punkt liegt in den Dreiecken. Das ist der Satz, den wir bewiesen haben. Auch den Beweis führe ich nicht mehr vor. Ich habe aber festgestellt, der ist relativ kinderleicht. Wenn man erstmal die richtige Version vom Satz hat, ist es so schwer nicht zu beweisen. Was man noch machen muss, ist dieses Buch hier zu studieren. Das zwar kompliziert klingt, aber auf eBay habe ich es jetzt gesehen in der Kategorie Bücher, unter Kategorie Kinder- und Jugendbücher, unter Kategorie Spiel und Spaß, unter Kategorie davon Wissen für Kinder. Also das ist das, was dafür zu studieren wäre. Und für alle, die dann jetzt weitermachen, weil lauter Fragen offen bleiben, nämlich die Frage, wie viele Lösungen gibt es da zum Beispiel, wie findet man eine Lösung und was ist eigentlich eine Punktkonfiguration, wo das furchtbar schwer ist, habe ich einfach Experimentierbögen noch mitgebracht, die können wir auch austeilen, aus den druckfrischen Mitteilungen der Deutschen Mathematikervereinigung für jeden eines. Und tschüss. Ich würde sagen, wir nennen das, was jetzt hier heute gerade passiert ist, eine Günther-Punktlandung. Dankeschön. Dankeschön. Danke an Günther.